Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mord aus Schatten. Heute werden wir wieder eine Mission machen, in der wir wieder Redback helfen, einen Hauptmann zu werden. Mal schauen, was diesmal Redback für uns geplant hat. Und ob er uns wieder ausnutzen wird, wie die letzten Male. Dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. 300 Fuß noch, da sind wir ja gleich da. Und dann können wir auch die Mission bestreiten. Und was ich euch noch fragen wollte, ob ihr die Folgenlänge okay findet, einfach nur eine Hauptmission immer und dann Schluss, oder ob ihr ein bisschen länger haben wolltet. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und jetzt die Rangleiter empor. Redbacks Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halte ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Ein weiterer Ork-Hauptmann, wie ich annehmen kann. Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Oh oh. Anscheinend ist er schon wieder am Verlieren. Aber wir sind schon wieder da, um seine Haut zu retten. Sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Okay. Nein, ich muss sie durch Schleichtötung alle töten. Nummer 1. Da hinten rum. Das müsste funktionieren. Kein Uruk verdient es so lange, auf die Folter gebracht zu werden. Nein, 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 funktioniert nicht. Nein, hat nicht funktioniert. Weil er nicht nach oben gegangen ist und sondern runtergesprungen ist. Egal. Dann habt ihr hier jetzt eben einen epischeren Fight drin. Oh Gott. Die Wachen mit den Schildern nerven total. Ich muss erstmal die Wachen mit den Schildern ausschalten. Mann, lass mich doch die Wache töten. Mann, ihr seht doch eh, wer mich anrührt, stirbt. Mann, lasst mich den doch nicht killen. Und die eine war es tot, gut. Ah, die andere nicht, das ist nicht gut. Kurz mal Heilung holen. Oder ich hol mir das lieber. Und ihr rührt mich nicht an. Oh Gott, er hat uns. Broke. Ah. Du kriegst uns nicht klein. Mann, ich glaube, die kleinen Einheiten zu erlegen bringt hier schon was. Nein. Nein. Wiederholen.
Und diesmal werden wir die Bogenschützen aber schießen. Mit Pfeil und Bogen. Hab ich da gerade etwas gehört? Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und er hat uns gefunden. Aber wir haben mindestens 3 Bogenschützen ausgeschaltet diesmal. Nach außen kehren! Du warst zu mutig, mein freundlicher Ork. Nein, Spork, oh Gott, er kann mich hochheben. Wir brauchen, ich muss die Wachen loswerden, das sind die stärksten Gegner, die anderen sind alle kein Problem, auch der Boss nicht. Und er, das wäre schon mal die erste Wache. Mann, lasst mich die Wachen jetzt endlich töten. Mann, die letzten Schläge noch. Und die Wache der Geschichte. Jetzt die kleinen Leute sind doch kein Problem. Und Geisterblitz. Und jetzt der letzte. Und jetzt geht's dem Boss hier am Kragen. Und er ist gleich auch Geschichte, der Zwilling. Oh Gott, er hat noch einen Fußsoldat. Aber nur so ein kleiner Leutnant. Einführung, Hauptmänner feuern. Wenn die Gesundheit eines Hauptmanns tief genug sinkt, kannst du ihn angreifen. Ergreifen. Und ihn verhören. Den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Nein! Diesmal wird's nicht besser. Ich muss ihn doch den Weg zeigen lassen. Dann töte ich ihn kurz. Und jetzt greif ihn. Und verhören jetzt Talion. Informationen sammeln. Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen, als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Auf diese Verbindung lässt sich, was weiß ich, machen. Habe ich gerade zu schnell weggedrückt. Und Mog, der andere Zwilling, also anscheinend der Bruder, ist in der Hauptquest. Und Schwächen erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe und erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Und er hat einige Stärken. Und jetzt haben wir wieder unseren Kumpel befreit, kann man sagen. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Er hat eine Idee, wie er ihn locken kann. Ein Ohr. Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen 4 allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Wenn du dir mal da so sicher bist. Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Immer dasselbe mit ihnen. Und Redback, der Feigling, Duell gegen Bock, der Zwilling. Natürlich hat Redback dank unserer Hilfe den Kampf locker gewonnen und steigt so in der Rangleiter weiter auf. Und ist jetzt einer der
Gediensteten von dem Häuptling. Die Rangleiter Emperor, Erfolg, Auftrag abgeschlossen. Fähigkeitspunkt erhalten. Hat uns dieser Redback in gleich kannst du weiterreden. Verbesserungen. Wir können noch nichts. Ja, wir können noch nichts machen. Aber kaufen können wir uns Gesundheitsverbesserung und mehr Elbengeschosse. Der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Ja, stimmt auch wieder. Und jetzt müssen wir alle vier Häuptlinge töten. Aber wie das wird, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Einschalten. Und hoffe, ihr lasst einen positiven Kommentar da. Das würde mich freuen, um weitere Parts zu machen. Bis dann, euer Alistar. Ciao.